ruhig filmen. Ja. Und hier laufen hier im Herschwenken, nur mal vorne halt. Bis in das Gerät rein. Und das ist eigentlich eine Sache gewesen, man hätte uns ein bisschen normalerweise ein Feuchtigkeitsgerät mitgeben für die Maschine, dass man das muss. Херсон хотите посмотреть, да? Да, это тоже неплохо. Часик. Поедете? Ну, на силу заплену. Сегодня можно это сделать. Ну, да, все. Нам, наверное, часа на Цишину или по городу, или как у нас там получится. А, можно. Только вы не стесняйтесь. Задавайте. Хотя, честно говоря, его прибыль. Sie sind voller Montagehalle im Jagdschacht, Chauzon. Montagehalle. Montagestraße längs, Baugruppen, Montage und Zuführung quer dazu. Alles unter einem Dach. Nochmal bei einer Tasse Kaffee. Утро вечера мудренее. Der Morgen ist klüger als der Abend. Зараз прийду свіжим. Einzelgerät. Zoll die Zoll. Wie viele Maschinen? 3000 von der Woche. Wie viele Maschinen? Programme kaputt. Die brennen voneinander auch ein. In der Ausstellungshalle im Briefinstitut. Если раз проверяли, а ты на слово.
Von der Grundbahn auf der Stockbahn ab. Sehr geehrter Herr Staatsminister Dr. Jenichen, sehr geehrter Herr Staatsminister Luhay, werter Herr Fannen, Aufsichtsratsvorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete des Bundes und des Landtages, die Vertreter des Landrates, die Damen und Herren der Banken, werte Kundschaft aus dem In- und Ausland, den Vertretern der Presse und euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, heiße ich hier an dieser Stelle recht herzlich willkommen. Als Landwirtschaftsminister der Provinzregierung Peking, sehr geehrte Damen und Herren seiner Delegation, liebe Herr Hege, liebe Herr Ricke, verehrte Abgeordnete, Vertreter der demokratischen Öffentlichkeit, sehr geehrter Generalkonsul, liebe Mitarbeiter des Betriebes, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich hier sein kann heute. Und ich weiß auch, welchen Symbolcharakter das für Sie alle hat. Deshalb sage ich Ihnen ganz eindeutig, ich stehe nicht hier als sächsischer Landwirtschaftsminister, der sich einmal einen neuen Mähdrescher anschauen will, sondern als Vertreter der sächsischen Staatsregierung. Als Vertreter der Regierung, die zu diesem Werk und zu dieser Produktion steht.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Gäste, ich darf Sie recht herzlich hier anlässlich unseres diesjährigen Feldtages auf den Feldern der Agrargenossenschaft Stier bei Bautzen begrüßen. Ganz besonders herzlich begrüße ich in unserer Mitte den Herrn Landrat, Herrn Gallert. Ich begrüße Herrn Dr. Hege und ich begrüße unseren Gästen, die der Einladung zum Feldtag gefolgt sind. Ganz besonderer Gruß gilt den Erntemaschinenbauern aus Neustadt, die hier gemeinsam mit der Firma Agram aus Ramenau unsere Gäste sind. Wir wollen uns in den nächsten Minuten so ein bisschen darüber unterhalten, was es Neues gibt. Der Herr Regge sagte ja schon, die Palette ist komplett vom kleinsten bis zum größten MDW. Wir haben hier vorne den 527. Wir wollen uns über den eingangs erstmal so ein bisschen verständigen. Der 527, das ist ein STS. Was hat es damit auf sich? Diese Bezeichnung besagt, dass diese Maschine ein Separiertrommelsystem hat. Das heißt, dieses System ist dazu da, um die Schüttlertätigkeit in den Klasse, die Mähdrescher werden in Leistungsklassen gebracht, 8, 9, sodass also wir sagen können, diese Maschine mit einer Motorleistung von 272 PS ist tatsächlich mit die Spitzenmaschine. Guten Tag Ihnen allen. Ich bin ja ein bisschen in mehrfacher Funktion da. Zunächst mit den kleinen Maschinchen. Das rundet das Programm ein bisschen nach unten ab. Das ist gewissermaßen der Kindergarten der Mähdrescher. Wir sagen es allerdings etwas anders. Sie sind auch etwas die hohe Schule der Mähdrescher. Denn diese kleinen Apparate schlagen jeden großen Mähdrescher, wenn es um die Ernte von kleinen Versuchsparzellen geht, einfach dadurch, dass sie schneller leer laufen. Innerhalb von 10 Sekunden ist die kleine Maschine kornsauber leer und innerhalb von 15 Sekunden hat die große Maschine nur noch wenige Gramm drin. Die Maschine ausgerüstet mit einer sogenannten Handreinigung. Das heißt, wenn die Maschine... Geräte. So, im Hintergrund etwas doch langsamer und verhaltener. Der 521. Sind vom Grunde her machbar. Also das, was wir eigentlich wollten, ist da. Natürlich sind noch 20 Punkte und so weiter zum Gratulieren, das ist normal. Das vielleicht der Prototyp ist, kann das doch dann schon was sagen. Ich habe gehört, also viel sehr viel zufriedener damit, als wir ursprünglich gedacht haben. Ja, am Anfang ging es natürlich wie immer ein bisschen schwer, aber dann ging es vorwärts, wie man sagt. Mhm. Es geht ja darum, wir wollen möglichst viel Schwächen finden. Was wir jetzt finden, brauchen wir später nicht mehr. Ja. Das ist ja der Vorteil. Ja. Es gibt immer wieder die Frage, warum macht man denn das? Ist das ein neuer Mondflug oder Apollo, damit wir zeigen, wie schön wir forschen können? Das Problem liegt eigentlich darin, deshalb haben wir es hier mal hingestellt, das ist denn 25 mit dem klassischen. Mhm. Ist da irgendwo eine Grenze erreicht bei der Leistungsklasse 8. Und das ist also die Möglichkeit, diese Grenzpunkte, die dieses Prinzip, wie beim Flugzeugpropeller, durchbrechen kann. Und zwar, indem man das Dreschprinzip ändert. Man legt das Dreschen in den Schacht rein, auf der einen Seite. Man verhindert, dass die Maschine breiter wird. Die ist also nichts weiter als 3 Meter. Ich sage, wenn wir die so machen würden, würde die immer breiter werden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, da müssen wir vielleicht mal hier rumgehen. 280, 90, 100 Dezibel, zunehmend auch in Osteuropa, muss man natürlich den Boden auch täglich behandeln. Und die Bodenschädigung durch das viele Hin- und Herfahren bei dem Entladen schädigt den Boden. Dieser Drescher kann so viel aufnehmen,
dass wir also das Befahren der Felder vermindern. Man kann auch an den Rand fahren und könnte damit also wirklich lohnend das machen. Erforderlich aber diesen großen Korntag. Da geht 12 Kubikmeter, was sind denn das bei normalem Ertrag für Hektarflächen? Das ist bei 8,5 Voll. Die waren da so viel sicher, die sind nicht damit ausgerüstet. Wird in der Dreschtrommel tangential umschlungen über einen Dreschkorb ausgedroschen. Das Ganze wird dann abgeschieden. Die Körner fallen zunächst mal runter, werden in den Korntank hochgefördert. Der Korntank befindet sich hier in der Mitte etwa. Hier oben sehen Sie den Korntankabschluss. Ja. Hier wird das Getreide also gelagert, über das Austauschrohr übergeben. Das Reststroh fällt auf diese berühmten Schüttler. Können wir dann mal reingucken, wenn wir eine Kniebeuge machen. Wird dann abgeworfen oder wie in diesem Falle mit Strohhäcksler. Bis auf Kürbis, da haben wir Probleme. Aber gut, kenne ich von. Wollen Sie mich auf die Probe stellen? Ne? Ja. Aber nun mal zu dem eigentlichen, wie sind wir denn überhaupt drauf gekommen? Es ist ja immer der Verdacht, die Burschen, die forschen nur, damit sie das Geld verbraten oder sich an ihrem Forschungsmodell erfreuen. Ja. Fördert denn der Markt oder welche Objektivität steht denn dahinter, so etwas zu machen? Wenn das dann durch ist, gibt es also hier auch keine Schüttler mehr, also diese bewegten Elemente sind hier weg, sondern nur noch eine klassische Reinigung und dann wird das alles in den Kontakt hochgefördert. Ja, alles klar. Gut. So, und Sie haben natürlich auch hier den Vorteil. Das sehen Sie unten an dieser sehen kann, wie das tolle Produkt entsteht. Und jetzt wird
viermal der Motor angelassen. Das sehe ich schon an den Kopfhörern. Hier ist die Maschine komplett. Hier sehe ich, wie sie mit Windsport ist. Hier ist ein Verbleibungsfernseher an. Hier wird die Kabine gesetzt und hier ist er bereit zum ersten Rohle. Den ersten Rohle haben wir die Maschine durchgeführt. Das ist also die erste Maschine, die wir in die Reden genommen haben. Ja, bei die Schachtkette läuft. Wir wollten jetzt gerne mal stoppen wollen. Ja. Stopp! Die andere Hälfte des Betriebes heute nur noch. Bis vor kurzer Zeit war der Liquidator der Gesamtbetrieb. Ich darf Sie alle, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Werkes hier herzlich begrüßen, aber ganz besonders herzlich einfach meiner Freude Ausdruck geben, dass Sie, lieber, das so sagen, Herr Ministerpräsident, Herr Professor Dr. Biedenkopf, zu uns gekommen sind und diese Veranstaltung, die nun keine MDW-Veranstaltung ist, sondern eine allgemeine Veranstaltung, sozusagen, Herr Haschke, Ihr Spiel dabei, aber dass Sie dazu den Ort dieses Werkes ausgesucht haben. Ganz herzlichen Dank. Sie wissen, dass der Erfolg, den wir ja haben wollen und jetzt noch einfahren müssen, ganz wesentlich auch davon abhängt, dass da und dort auch Notiz genommen wird von dem Betrieb. Hochverehrter Herr Ministerpräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Oberlausitzer Landleute. Ich glaube, als erstes möchte ich unserem Herrn Ministerpräsidenten zu seiner Wiederwahl gratulieren. Der Besuch hier ist für mich der erste Besuch nach der Landtagssitzung gestern wieder im Land und ich möchte mich zunächst sehr herzlich für die Glückwünsche bedanken. Der Landtag hat gestern in seiner Wiederwahlentscheidung das vollzogen, was am 11. September die Bevölkerung im Freistaat Sachsen entschieden hat. Und er hat die Staatsregierung und mich selbst damit in Pflicht genommen, für weitere 5 Jahre für dieses Land zu arbeiten. Und ich freue mich auf diese Arbeit. E542, die FZ3 im Jahr 1996, das ist der Radarpanel, das ist Achse, das ist der Radar in den Körben. So, in Fahrtrichtung links. Antriebseite. Steigschneider. Pumpenmotor. Und die rechte Seite. Nummer 40, die FZ1, 1996. Hinten die Steine, die waren da liegen. So, komplett ohne Verkleidung.
diesem Zeitpunkt waren wir aber schon sehr weit fortgeschritten, weil am 26. März des Jahres mit dem E525, den Sie hier in der Mitte sehen, der Serienanlauf eines neuen Mähdreschers begonnen hatte. Und am 27. Mai lief der E527 als Prototyp vom Band und ging in die Serienerprobung. Wir waren eigentlich ein Kuriosum, dass wir im Jahr der Liquidation eine Neuproduktion hatten und ein ganz neues Modell vorgestellt hatten. So, wir haben daraufhin nicht locker gelassen. Es wurde die Vertriebsgesellschaft ausgegründet, da man ja als AG IL sehr schlecht am Markt arbeiten kann. Und wir haben im Zuge dieser Ausgründung dann zügig die Produkte unter der Ägide der Liquidatoren, Herrn Hellberg und später dann Herrn Dr. Schaaf, weiterentwickelt. So, dass wir heute sagen können, wir haben in den letzten drei Jahren, 1993 begonnen mit der Ofenkunde 25, fortgesetzt. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier auf unserem fünften Feldtag in Strix in der Nähe von Dalsen, den Feldern der Agrargewerkschaft Heidelbaum und Stier. Erlaube meiner Freude Ausdruck zu geben, dass dieses zwar der fünfte Feldtag von MDW ist, aber der erste unter der neuen Firmengestaltung. Das erste Mal, dass dieser Betrieb sozusagen unabhängig als eigenständiger Betrieb wirtschaften kann. Da hat es natürlich noch so seine bestimmten Erschwernisse, die in so einer Übergangszeit nicht zu verhindern sind. Aber wir haben nun die erste Bewährungsprobe dieser Ernte schon im Griff, würde ich sagen. Nicht alles überstanden, natürlich. Aber wir könnten, und da bin ich stolz drauf, doch zeigen, dass das, was man von den MDW-Mähdreschern schon erwartet, auch in ihnen steckt. Umsetzen kann. Wir haben auch in der Weile mit dem E525 in der hydrostatischen Fahrausführung in diesem Jahr erste Geschäfte abschließen können. Wir werden in den nächsten Wochen die Folgegeschäfte unter Dach und Fach bringen. Die Verhandlungen haben bereits vor Ort stattgefunden. Sie können davon ausgehen, dass das eine der Schlüsselmaschinen sein wird auf der Exportstrecke. Wir sind überzeugt, dass auch diese Maschine in den kommenden Jahren ihre Käufer finden wird. Ist das Unternehmen tatsächlich privatisiert durch Erklärung. So war das immer noch so ein bisschen in den Vorbehaltsklauseln. Seit Ende März bin ich als Geschäftsführer hier internalisiert. Mitgewirkt habe ich, und da bin ich froh drum, schon seit Dezember, schon seit Oktober 1993. Also sehr wesentliche Entscheidungen dessen, was wir taten, sind unter meiner, wenn Sie so wollen, Mitwirkung ehrenamtlicher Art. Niemand im Regen stehen lassen, der nun irgendein Problem an der Maschine gehabt haben sollte. Wir sind schon in neue Umstrukturierungen gegangen. Sie wissen ja, das Werk hat früher bis zu 3000 Mähdrescher oder gar noch ein paar mehr gemacht. Und wir sind jetzt weit geringer in den Zahlen, wollen auch ganz bewusst uns hier zunächst Kommt bei Wörtern.
Ja, wir haben nur Schwein, dass die Sonne günstig steht, dass sie nicht von vorne kommt. Oh. Ich habe mir extra hier ausgesucht, dachte, hier kommst du mit der Sonne am besten. Ich wollte die Wurzel schon mal gucken. Das hier. Da haben sie extra einen Wald. Das sind die Vorballen zum Sprengen. Aufschlagskräfte bitte wegnehmen. Schornstein, altes Heizhaus. Wenn sie den Bunker haben, hätten sie reinfallen lassen durch den Betonpunkt. Geht's los. Laden. Kommt doch ganz schön. Oder fällt mega. So wie er soll. Klasse. Meine sehr geehrten Herren, Damen und Herren, ich darf natürlich hier Sie jetzt nun ganz herzlich begrüßen. Ereignis teilzunehmen bei einem wichtigen Ereignis für MDW, für die Mähdrescher Werke in Siegwitz. Das Werk, den Arkus vorzustellen. Die MDW Mähdrescher Werke sind ja nun nicht gerade sparsam gewesen, um neue Modelle vorzuzeigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir Mähdrescher Werker wollen uns von der Farbe Blau nicht mehr trennen. Aus diesem Grund habe ich dieses Glas auch mit mir geführt. Was? 1127 von der Arkus. Aufstieg von Deutz vor. Wir haben das Gestell aus dem Band genommen und die Triebachse wurde in der Vorfertigung vormontiert. Triebachse mit Schaltgetriebe und Portalgetriebe. Unser Gebläse wird ins Gestell montiert. So, das Argus-Gestell, die untere Ebene gefüllt, das heißt Stufenboden, Reinigung. Hallo.
Vormontage Dieselmotor auf Motorträger mit Abtrieb. Der Triebwerk setzen aufs Gestell. Oben Kabine. Verladen. Auf dem Versandbahnhof Sinkwitz. Gleichzeitig der Auftrag 19 Mal Weißrussland. Anschweißen Kabinenschutz der Weißrussland. Der erste August verlässt das Werk. Gesagt, dass die 100 Maschinen sind. Da wollen wir mit durchzählen. Ja, vielleicht hat der eh gemacht, dass er weg ist. Das ist gut, wenn du filmst, siehst du es auch nicht, oder? Kommt gut an. Belegschaft die herzlichsten Glückwünsche aussprechen. Ihnen noch lange eine gute Gesundheit und viel Schaffenskraft wünschen. Dass wir heute alle noch unseren Arbeitsplatz in diesem Mähdrescherwerk Sinkwitz haben, das verdanken wir einem großartigen und mutigen Menschen, der seine ganze Kraft für den Erhalt dieses Werkes einsetzt. Dafür möchten wir Ihnen, Herr Dr. Hegel, unseren größten Dank und unsere ganze Hochachtung aussprechen und Ihnen noch viele erfolgreiche Jahre bei bester Gesundheit wünschen. Und dazu darf ich Ihnen jetzt die schriftlichen Glückwünsche
der gesamten Mähdreschen Flagge reichen. Ich krieg dann vielleicht meine Letzte, nicht, aber ich krieg meine Fassung wieder, ich verspreche es euch. Nach dem ersten richtigen Bier, das klappt dann schon wieder. Aber. Mädchen vom Lande, wie bist du so schön? So hab ich im Städtchen noch keine gesehen. Drum so gehen wir aufs Lande, um lustig zu sein. Ich begrüße Sie auch im Namen der gesamten Mannschaft. Und wir haben ein bisschen eine Verbindung gesucht zwischen der Oberlausitz und WU und haben gesagt, naja, der Oberlausitz ist gut vorbei. Was kann man mit einer Maschine alles machen? Was ist ausgesprochen? Verbinder und Verbinder ohne Ich versuche dieses Mikrofon zu benutzen in erster Linie, damit ich mich jetzt ganz durchsetzen kann, ohne zu brüllen. Ansonsten versuche ich es mal, ob es auch ohne geht. Das ist gerade so der Grenzbereich hier. Art Reparaturstützpunkt. In dieser Halle steht unser Arkus, Alexion 480 Glas und Ford New Holland. Das Lächeln. Nichts, was ich lieber hätte. Klaus und mir ist es gelungen, Jörg beim Arbeiten zu erwischen. Ja. Die Geräusche kommen auch von mir. Bitte? Die Geräusche kommen von mir. Nee, ich glaube jetzt extra laut. Ja. Wir fahren zum zweiten Dreschversuch. Der zweite Versuch.